Ja, hallo liebe Freunde und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Let's Build Hogwarts mit den beiden Ottos im Hintergrund und mir, dem Ducky LP. Hi Leute. Ja, warum habe ich mir die beiden im Hintergrund dazu geholt? Erstmal am besten vorstellen, Daniel. Gute Kinderstube will gelernt sein. Hallo, einmal Novanion. Schön, dass du dabei bist. Hallöchen, Ja, ich sehe es schon. Ja, kannst du mich begrüßen. Hallöchen, Novanion. Und der bemooste Junge ist natürlich auch mit am Start. Wir sind heute ein Dreiergespann und das hat einen ganz besonderen Grund. Diesen Grund werde ich euch gleich erklären. Allerdings würde ich gerne denen schon, ja, die jeweilige Aufgabe geben, die ich ja vorher schon kommuniziert habe. Wir haben absichtlich hier oben angefangen, weil ich euch nochmal am Anfang der Folge diesen Ausblick hier zeigen wollte. Es sieht einfach so unglaublich episch aus, weil man ja bedenken muss, dass das alles, was da unten ist, eigentlich auf einer Höhe ist, wo man Höhlen finden würde. Und die Höhe, wo wir uns jetzt hier gerade drauf befinden, das ist die natürliche Höhe. Also so wie halt normale Landschaften in Minecraft aussehen, ne? Ihr seht das da hinten. Aber wir haben ja viel weiter unter dem Meeresspiegel unsere, ja, selbstgebaute Kulisse erstellt. Und irgendwie finde ich das fancy. Ich wollte das nochmal am Anfang der Folge zeigen. So, aber jetzt geht's erstmal zu einem ganz bestimmten Homepunkt, den ich mir gesetzt habe. Nämlich zu Home Ron ist Kacke. So. Und wie ihr seht, sind wir jetzt hier bei einem Biom, dessen Namen ich leider gar nicht auswendig weiß, aber es sind auf jeden Fall riesige Fichten hier am Start. Und ja, ich würde sagen, holen wir uns auch mal das Bauteam dazu, damit sie jetzt hier gleich ihre Arbeit verrichten können. Denn der Grund, dass beide hier sind, ja, ist ein ganz bestimmter. Ich schreibe schon mal /bcgo, dann wissen sie schon mal, dass sie starten können. Denn, ja, die beiden haben etwas, was ich nicht habe und was ich dringend brauche. Und ich war lange vor der Folge am Überlegen und habe tatsächlich, ja, mir einige Gedanken gemacht. Ja, wirklich, Leute. Denn ich brauchte Behutsamkeitswerkzeuge. Das Ding ist nur leider, dass ich jetzt nicht irgendwie eine ganze Folge lang nur Levelpunkte farmen möchte, um dann am Ende vielleicht gar keine Behutsamkeit drauf zu bekommen, weil, naja, ist ja mit Glück verbunden. Man weiß ja nicht genau, was dann am Ende rauskommt bei der Verzauberung. Und deswegen habe ich mir die beiden dazu geholt, weil die halt Behutsamkeitswerkzeuge haben und die direkt einsetzen können. Ich werde das gleich aber auch nochmal mit meinen, ja, 24 Levelpunkten versuchen. Vielleicht habe ich ja Glück. Aber ja, was sollen sie denn überhaupt farmen? Der verbotene Wald steht ja jetzt an und ich habe einen Kommentar bekommen, der mich auf eine unglaublich gute Idee gebracht hat. Nämlich der Kommentar von Nagato4. Er hat geschrieben, Hashtag Minecraft-Trick, du kannst Erde mit Kies zusammencraften und erhältst dadurch grobe Erde, welche wie normale Erde aussieht, aber auf dem kein Gras wächst. Das ist leider, glaube ich, in meiner Version nicht so einfach möglich, aber er hat weiterhin geschrieben, unter Pilzen wächst eine dunklere Erde, Potzoll, welche eventuell auch zum verbotenen Wald passen würde. Ja, und Potzoll, ich habe mich vor der Folge informiert, ist dieser Block hier. Also ein unglaublich geiler, wie ich finde. Denn schaut euch den mal an. Er sieht einfach aus wie ein, ja, Herbstwaldboden, ja, mit ganz vielen vergilbten Blättern drauf. Und das ist einfach der ideale Bodenblock für den verbotenen Wald später. Allein hier vom Querschnitt mit den Wurzeln, die da so ins Erdreich reinragen. Und das Allerbeste, man kann auf diesen Block hier Pilze setzen. Und das geht ja nicht überall. Man kann Pilze zum Beispiel hier nicht auf die Wiese setzen, auch nicht auf normale Erde, aber auf Potzoll kannst du Pilze setzen. Und ja, deswegen habe ich ja diesen Kommentar sehr genossen, fand ihn sehr gut. Deswegen vielen Dank auch an Nagato4 für diesen Tipp. Aber ja, dann kam halt das Problem auf mich zu, dass ich es nicht selber abbauen konnte, weil man kann sie leider nur mit Behutsamkeit abbauen. Ich kann euch das gerne mal zeigen. Wir bauen mal hier so einen Block ab, weil dann kriege ich nämlich kein Potzoll raus, sondern normale Erde. Und das ist nicht Sinn und Zweck der Geschichte, genau. So, aber ich werde jetzt, wie gesagt, mal gerade ganz kurz mein Glück noch ein letztes Mal versuchen. So, Home Base. Und hoffe mal, dass man mit 24 Levelpunkten da jetzt irgendwie eine Verzauberung drauf bekommt. Also eine Behutsamkeitsverzauberung. Kann man natürlich nicht steuern, weil das Problem ist, wie ihr jetzt hier seht, ja, wird nicht genau definiert, wie das jetzt hier, ne, also was man da überhaupt drauf bekommt. Und ich glaube, ich muss nochmal eben ein paar Fackeln da dran setzen, weil sonst sind die Verzauberungen, die ich da drauf bekomme, zu hoch. Also eine 30er-Verzauberung kann ich ja jetzt leider gerade nicht mal wandern. Nee, da waren keine Fackeln. Wo sind denn hier Fackeln, ey? Hallo, Fackeln hier irgendwo? Nö. Wobei, zählt das jetzt? Ja, das ist doch eigentlich auch eine Fackel, oder? Die Lena Petfood hat mir damals hier irgendwelche Kerzen geschenkt. Dann nehmen wir die doch einfach mal. Ich glaube, das müssten auch Fackeln sein. Die sind ja nur umgechiselt oder irgendwie so. So, dann schauen wir mal. Also, Schaufel wieder da rein.
Und ja, es funktioniert tatsächlich, aber das ist jetzt ein bisschen zu viel des Guten gewesen. Nehmen wir nochmal eine Kerze weg. So. Drückt mir mal die Daumen, Leute. Das wäre wirklich cool, wenn ich das jetzt selber hinkriege, weil ich ja mitmachen möchte. Also zumindest beim Abbauen. Auch wenn das jetzt nicht die ganze Folge geht, denn ich habe noch einige andere Dinge mit euch vor. Okay, 20er Verzauberung kriegt man jetzt daraus. Nehmen wir nochmal einen weg. Okay. So, jetzt, genau, jetzt kriegen wir hier die 24. Okay, gucken wir mal. Und... Oh mein Gott! Es hat tatsächlich geklappt! Oh, jetzt bin ich hyped, Leute. Ich habe es tatsächlich geschafft. Eine Behutsamkeit 1 und Haltbarkeit 3. Ja, nice, Leute. Dann kann ich ja direkt mithelfen. So, dann nochmal Home. Ron ist kacke. So, und ja, dann werden sich die beiden anderen wahrscheinlich jetzt auch freuen, weil, ey, das ist jetzt wirklich Luck. Ich habe nämlich vorher gelesen, dass die Wahrscheinlichkeit, eben Behutsamkeit auf seine Werkzeuge zu bekommen, bei gerade mal 14% liegt. Und 14%, naja, ist halt gar nicht mal so viel. Und deswegen bin ich gerade sehr happy, dass es in der Folge sogar gefunzt hat. Und ja, ich habe mindestens eine halbe Stunde vorher geguckt, habe sogar mich informiert, ob man eventuell irgendwie, ja, diese komischen Hieroglyphen übersetzen kann, damit man weiß, was man da quasi rausbekommt. Aber das geht wohl nicht direkt. Also es gibt wohl eine Möglichkeit, dass diese Hieroglyphen in englische Sprache übersetzt werden. Aber die Übersetzung selber hat wohl nichts mit der eigentlichen Verzauberung zu tun. Und es ist so oder so ein Glücksspiel. Also, wenn das nicht so ist und wenn ihr da andere Informationen habt, lasst mich das gerne wissen, aber so ist mein aktueller Stand der Dinge, genau. Ja, wir werden jetzt noch so circa 2-3 Minuten hier Potzoll farmen. Wir werden später natürlich auch noch in Livestreams sehr viel von diesem Rohstoff farmen, weil wenn, ja, ihr euch jetzt mal so vorstellt, dass daraus ein Großteil des Bodens des verbotenen Waldes gebaut werden soll, dann... Ja, kann man sich, denke ich, auch schon vorstellen, dass man hier sehr viel von braucht und wirklich sehr, sehr, sehr viel. Ich hatte Glück, also falls ihr euch gerade fragt, wie ich jetzt hier zu diesem Biom komme, weil dieses Potzoll wächst, also oder beziehungsweise ist nur in diesem Biom hier zu finden. Falls ihr euch gerade fragt, wie ich da überhaupt hingekommen bin, beziehungsweise, ja, wie ich das geschafft habe, es ist jetzt ganz einfach gewesen, denn hier in der Nähe, seht ihr da, das Dschungelbiom. Das ist genau unser Dschungelbiom, wo wir auch das Flohnetzwerk mit verbunden haben. Und deswegen, ja, habe ich das ja auch sehr, sehr schnell gefunden, beziehungsweise mich zurückerinnert, denn vielleicht erinnert sich der ein oder andere von euch noch daran, es gab mal einen Livestream, da war ich im Dschungelbiom und dann habe ich hier dieses Biom gefunden und meinte so, hey, das ist doch irgendwie von der Mod erstellt oder so. Und Carmen hat schon direkt die Krise gekriegt, weil, naja, sie wusste halt, dass es nichts mit der Mod zu tun hat und hat mich dann darauf hingewiesen, dass es ein ganz natürliches Biom in Minecraft Vanilla ist, allerdings ein sehr seltenes. Und ja, wegen diesem Vorfall wusste ich, dass hier so ein Biom direkt in der Nähe unseres Dschungels ist. Und deswegen, ja, habe ich es schnell gefunden und war dann keine große Herausforderung. Andernfalls wäre es wohl sehr schwer gewesen, weil das hier ist eines der seltensten Biome überhaupt. Und ja, dementsprechend, ja, ich bin sehr glücklich, Leute, dass daraus jetzt keine elendig lange Suchaktion wurde. Weil vielleicht erinnert sich der ein oder andere noch an die Dschungelsuchaktion von damals. Das war ja echt... Ja, sehr umfangreich und sehr, sehr, sehr viel Arbeit. Deswegen, und ja. Gut, ich glaube, das müsste eigentlich insgesamt reichen. Dann gehen wir jetzt nochmal Home Hut. So, dann sind wir jetzt nämlich hier direkt bei Hagrids Hütte. Dann nochmal eben Zeitumkehrer Ahoi. Wird nämlich jetzt hier schon wieder dunkler. Ist leider immer ein bisschen schneller hier der Fall, wegen den ganzen Bergen, die hier noch hochragen. Gut, dann würde ich sagen, holen wir uns mal das Bauteam hier zurück. So, Bau-TP. Sie wissen schon, was jetzt Phase ist, genau. Leute, packt mal den ganzen Potzoll da rein, wobei ich habe jetzt auch selber welches, das heißt, ich muss jetzt nicht direkt das nehmen, was die genommen haben oder gefarmt haben, aber ich werde mir das schon mal ins Inventar tun, denn die andere Aufgabe ist jetzt nämlich folgende und auch eine Frage an euch, denn in der letzten Woche am Montag habe ich euch ja schon bereits gefragt, wie wir den verbotenen Wald in Sachen Bäume bauen wollen, denn es gibt ja zwei, oh, ich bin unsichtbar, echt? Oh, warte. Ups. jetzt bin ich unsichtbar und dann muss ich nochmal... So, jetzt müsste ich wieder sichtbar... Ja, jetzt bin ich wieder sichtbar, genau. Genau, letzte Woche Montag habe ich euch gefragt, welchen Baum wir nutzen sollen für den verbotenen Wald. Zur Auswahl stand eben nur Vanillabäume, also nur diese hier. Dann eine Mischung aus Vanilla und selbstgebauten, also sowas hier und sowas hier. Und dann nur selbstgebaute. Mit 75% circa, also mit einer unglaublich deutlichen,
Auswahl, ja, hat eine Mischung gewonnen. Genau, also eine Mischung aus selbstgebauten Bäumen und Vanillabäumen. Womit ich ehrlich gesagt auch sehr happy bin. Ich habe selber auch dafür abgestimmt letztendlich, weil, naja, selbstgebaute Bäume kann man natürlich super dafür nutzen, um diese umzusetzen, die halt besonders aussehen. Wie zum Beispiel, das habe ich auch in einem Livestream gesagt, der Baum, der bei Aragogs Nest war. Also Aragog war ja quasi in so einem Wurzelgeflecht drin, mehr oder weniger. Und sowas könnte man natürlich niemals mit Vanillabäumen umsetzen. Da muss man natürlich selber zur Tat schreiten. Und ja, deswegen bin ich sehr zufrieden, dass wir da zu diesem Ergebnis gekommen sind. Und wir werden auf jeden Fall eine Mischung aus Vanilla und aus Vanilla und selbstgebauten Bäumen nutzen, genau. Und wegen dem Boden nochmal. Ich möchte jetzt natürlich mich nicht einfach über euch hinwegsetzen, ganz und gar nicht. Deswegen frage ich euch an dieser Stelle noch einmal. Fändet ihr Potzoll als Boden für den verbotenen Wald in Ordnung? Ich persönlich habe auch eine Meinung. Ich glaube, ich nenne sie jetzt einfach mal, aber ja, ich sage einfach mal, was ich mir persönlich vorgestellt habe. Und ihr könnt ja entscheiden, ob ihr das gut findet. Ich hätte nämlich vor, Potzoll, Erde und Kies zu nutzen. Also natürlich nicht alles aus einem Material, sondern verschiedene Materialien zusammen. So, die tue ich mir mal schnell weg, weil die ist wertvoll. Und ja, dass wir dementsprechend ein bisschen, ja, unterschiedliche Texturen im Boden haben. Dass es nicht alles gleich aussieht. Ich glaube, das wäre am besten. So, aber jetzt mal kurz zum Potzoll. Ich will das jetzt hier mal an dieser Stelle ein bisschen setzen. So, und wie ihr seht, oder beziehungsweise, warte mal, wir bauen das mal hier eben in den Sonnenbereich, dann kann man es ein bisschen besser erkennen. So, Leute, mal ganz im Ernst, ist das nicht eigentlich der geilste Boden für den verbotenen Wald? Also, vor allem, wenn man das dann noch später mit anderen Texturen mischt, also noch ein bisschen Erde da rein, dann noch ein bisschen Kies, dann vielleicht noch ein bisschen, ja, was kann man da sonst noch für Blöcke nehmen? Also, ich hatte mal überlegt, dass man vielleicht Nether-Sand oder, nee, wie heißt das, diese... Wo diese Warzen, diese Nether-Warzen drauf wachsen. Soul Sand, glaube ich, heißt das, oder? Genau, dass man das vielleicht auch noch nimmt, das wäre vielleicht auch noch eine Idee. Aber grundsätzlich, Potzoll ist auf jeden Fall das Allerbeste. Ich glaube da, also ich möchte mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, weil, ja, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass ihr da draußen auch sagen werdet, dass das der geilste Stein dafür ist, weil, naja, der verbotene Wald, er ist halt trostlos, er ist schaurig, er ist alt und... Das hier wäre doch zu lebensbejahend, oder? So eine schöne grüne Wiese mit sogar kleinen Blümchen drauf und hier so ein paar Blätterchen, so einzelne. Das ist eher so eine Blumenwiese oder irgendwie, keine Ahnung, halt nicht trostlos. Und das hier, ne, sieht man ja in der Chroma Hills Textur, die wir auch immer nehmen werden, sind es hier so Blätter. Es ist erstens in der 128x128 Auflösung, was ich auch sehr gut finde und sehr wichtig. Und gleichzeitig ist es halt auch, ja, optisch sehr, sehr passend. Wir haben hier alte, vergilbte Blätter drauf. Es ist halt einfach ein Waldboden, Leute. Es ist ein alter, vergammelter Waldboden. Genauso, wie es halt letztendlich auch sein sollte. Deswegen, ja, lehne ich mich jetzt mal so ein bisschen aus dem Fenster und glaube schon, dass das auf Zustimmung treffen wird. Eine andere Frage, beziehungsweise eine andere Sache, wo ich mir unsicher bin, das können wir jetzt auch an dieser Stelle mal gern testen, hier so ein bisschen normale Erde reinzusetzen. Und die Frage, das könnt ihr mir aber auch gerne in den Kommentaren beantworten, ob daraus jetzt wieder Wiese wird, genau. Also ob daraus jetzt wieder dieser Block hier wird. Das würde mich auch mal interessieren, ob das so ist. Aber werden wir vielleicht sogar gleich jetzt schon im Laufe dieser Folge sehen. Ich hole mir nochmal eben das Potzoll von den anderen. Dann können wir den Boden schon mal ein bisschen anfangen. Und ich würde gleich gerne nämlich nochmal ein paar... feine Details einbauen, wie zum Beispiel, ja, so ein paar Pilze, ein paar Pflanzen. Wow! Okay, die haben echt ordentlich holy shit! Okay, das ist ordentlich. Das ist mehr, als ich erwartet habe. Okay, hier haben wir noch diese... Ah ja, okay, die ganzen Pflanzen oder so können wir uns gleich eh noch aus Warp Cobble holen. Da haben wir auf jeden Fall noch genug. Und ja, da müssen wir mal schauen. Also ich würde generell diese Folge hier einmal nutzen, um mit euch ein bisschen darüber zu quatschen, wie wir jetzt den verbotenen Wald optisch darstellen. Also einerseits natürlich den Boden, andererseits natürlich auch die Struktur, also die Terraforming-Struktur. Denn es soll ja jetzt natürlich nicht alles Flatland werden, es soll jetzt nicht alles hier auf einer Höhe sein. Am Anfang ist das der Fall, denke ich, aber später gibt es dann natürlich auch ein paar kleinere Hügel, dann ein paar kleinere Schluchten und so. Also für Abwechslung soll auf jeden Fall gesorgt sein. Es wäre ja auch blöd, wenn man später in den verbotenen Wald geht und, ja, ich weiß nicht, und dann ist da alles halt komplett glatt und man läuft einfach nur geradeaus durch Bäume oder so. Es soll ja Struktur haben, es soll
zum Entdecken einladen. Und zum Entdecken einladen tut es meiner Meinung nach nur, wenn man halt für verschiedene Biome sorgt. Also verschiedene Unterbiome im Hauptbiom, also sprich im verbotenen Wald. Also so ein paar Hügel, dann natürlich irgendwo natürlich dann auch das Nest von Aragog. Das Zentaurenlager muss natürlich auch kommen. Und beim Zentaurenlager könnte ich mir sogar vorstellen, dass man das in so eine kleine Schlucht reinbaut. Oder, ja, muss man mal gucken. Aber ich denke, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Deswegen, ja, nutzen wir gerne mal gemeinsam diese Folge hier. Und ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr wollt, wie ihr das Ganze haben möchtet. Wollt ihr das auch eben, so wie ich das gerade beschrieben habe? Habt ihr ergänzende Ideen oder beziehungsweise irgendwas in die Richtung? Hier muss ich mal gerade, das mache ich dann später. Weil in der Folge so ein Loch zuzumachen wäre nicht so vorteilhaft, glaube ich. Und ja, diese grüne Wiese hier, die würde ich liebend gerne auch noch ein bisschen abbauen. Zumal wir auch hergehen müssen. Ich will diesen Baum hier abbauen, Leute. Habe ich eine Axt dabei? Nee, warte mal. Haben wir vorne vielleicht nur eine? Weil das war ja damals nur ein Experiment, eine Vorführung, eine Präsentation, damit ihr entscheiden könnt, was euch da besser gefällt. Aber dieser Baum ist halt einfach gar nicht schön. So, wartet mal. Home Base. So. Ja, alles klar. Fällt man erstmal durch den Boden. Ich glaube, wir müssten hier noch irgendwo eine Axt haben. Zur Not baue ich mir eben eine. Weil, ja gut, Sticks habe ich jetzt nicht dabei, aber da können wir gleich nochmal ein bisschen aushelfen. Haben wir hier noch irgendwie? Nee, leider nicht. Okay. Okay, nee, dann gehe ich doch zu Warp Cobble. Da haben wir alles, was wir brauchen. So. Zack. Genau. So, dann haben wir nämlich einerseits Sticks hier oben. So, nochmal vielen, vielen Dank natürlich auch an Flo und an Nevio, die jetzt hier dieses Lager aufgebaut haben. Es ist wirklich cool. Und wenn man sich einmal dran gewöhnt hat, dann ist das auch echt vorteilhaft für... Ja, Moment, Kiste. Buggt es gerade? Spiel? Ich komme nicht... jetzt komme ich... Lol, was war denn das gerade? Ja... Okay, alles klar, egal, ich habe mein Holz und Diamanten müsste ich in der EC haben. Genau, so, jetzt hier nochmal 3. Und dann bauen wir mal kurz diese missglückten Baumversuche da ab. Also ich glaube auch die großen und die kleinen, generell müsste man mal überlegen, ob wir vielleicht nochmal alle Bäume abbauen, einfach nur um zu schauen, oder beziehungsweise, dass wir es nochmal neu und ja, dann eben gewollt anfangen, dass dann eben, ja, sich Gedanken darum gemacht wird, wie die Bäume platziert werden. Weil aktuell wurden sie ja einfach nur random reinplatziert, ohne großartig sich darüber Gedanken zu machen. Und ich glaube, das würde ich gerne nochmal ein bisschen geplanter, ja, mit euch machen. Genau, weil zuerst, ne, diese erste Reihe hier, die war damals nur dafür da, damit im Trailer irgendwie schon erkennbar ist, dass da später der verbotene Wald sein soll. Und die Bäume hier hinter, die waren ja letzte Woche Montag mehr so ein, ja, hier, ich will euch zeigen, wie das aussieht oder beziehungsweise, ne, weil eine Frage zu stellen zwischen zwei verschiedenen Optionen und dann davon auszugehen, dass jeder eh schon weiß, was ich meine, ist ja auch blöd. Deswegen habe ich das als Beispiele dahingesetzt. Aber mir gefällt dieser selbstgebaute Baum leider so absolut null. Und später müssen wir da auf jeden Fall nochmal vielleicht die ein oder andere Folge für opfern, dass ich mal ein bisschen gucke, wie wir Bäume bauen. Weil, naja, jetzt sollen wir halt Vanillabäume und selbstgebaute Bäume nutzen. Und das geht natürlich nur gut, wenn ich auch weiß, wie man Bäume gut selber baut. Und da ist das ist natürlich etwas völlig anderes, als Gebäude zu bauen oder als Inneneinrichtung zu bauen. Und ja, bevor ich wieder einfach drauf losbaue, so wie jetzt hier in diesem Fall, mache ich mir da vorher lieber nochmal ein paar Gedanken. Wenn ihr da draußen selber vielleicht gut darin seid, so Bäume zu bauen oder da Plan von habt oder Ideen, dann macht das gerne, schickt mir davon Bilder oder so. Ich würde ihn nicht 1:1 nachbauen, das ist auch gar nicht nötig bei Bäumen, finde ich. Also generell alles, was natürlich ist, so wie Bäume, Berge, Schluchten, Seen, Flüsse, da muss ja nichts nach Schema F passieren. Moment, Zeitumkehrer nochmal eben, ahoi. Genau. So, da muss nichts nach Schema F passieren, weil, naja, es ist ja natürlich und... Es gibt kein Schema F in der Natur, zumindest nicht in diesem Sinne. Und ja, deswegen, also vielleicht aber ein paar Ideen sammeln oder so. So von wegen, wie das genau mit der Astgabelung aussehen soll oder wie man... Ja, ich weiß nicht. Es gibt ja bestimmt ein paar Leute, die schon mal Bäume gebaut haben und da gibt es bestimmt auch Leute, die sich da auskennen. Bin sehr gespannt, Leute. Aber erstmal hier diesen hässlichen, selbstgebauten Baum wegmachen. So, der ist weg. Sehr schön. Und ja, hier sieht es schon mal... Wobei, Leute, mal ganz im Ernst... Ich finde das, glaube ich, doch gar nicht so schön.
Also, wenn jetzt hier normale Erde neben Pozzol ist, weil Pozzol sieht einfach so unglaublich fein gepixelt aus und obwohl es aus dem gleichen Texture Pack stammt, wirkt es einfach so, ja, hier auf Wish bestellt und hier aus dem Feinkostladen bestellt. So, wisst ihr, so in diesem Sinne. Ich weiß nicht. Also, wenn das mehr so ineinander greifen würde, dann wäre ich eher dafür. Tut es aber leider nicht wirklich. Ach, ich bin sehr auf eure Meinung gespannt, Leute. Es wird sehr, sehr wichtig. Und muss ich eigentlich diese Blätter selber abbauen, weil ich die selber gesetzt habe? Weil normalerweise gehen die Blätter ja weg, sobald man das Holz setzt. Aber ich glaube, das ist hier nicht der Fall, weil ich die ja selber manuell gesetzt habe. Naja, komm, machen wir das später. Ist jetzt hier nicht eine mega krasse Aufgabe. Jo. Aber ja, ich bin gespannt, Leute. Ich bin sehr gespannt, was ihr zu der heutigen Folge sagt. War ja doch ein bisschen erfolgreicher, als ich dachte. In dem Sinne, dass ich halt Glück hatte und selber Behutsamkeit bekommen habe, was sehr schön ist. Aber auf der anderen Seite die wichtigere Frage. Wie machen wir das mit dem Boden vom verbotenen Wald? Würdet ihr ihn nur aus Pozzol bauen? Würdet ihr eine Mischung machen wollen aus Erde, Kies und Pozzol? Würdet ihr sagen, gar kein Pozzol? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Und wenn ich es nicht vergesse, ich hoffe, ich vergesse es nicht, weil letzte Woche war ich da auch sehr, ja, habe ich es hingekriegt, da war ich schon ein bisschen stolz auf mich, Leute. Genau, werde ich eine Umfrage in die Videobeschreibung packen und da könnt ihr dann abstimmen und dann werden wir spätestens nächste Woche wissen, wie das Ganze gemacht wird in Zukunft und wie viel Pozzol wir da insgesamt farmen müssen. Und ja, ich bin gespannt, Leute. So oder so glaube ich, dass Pozzol genutzt werden wird und wir davon noch etliche Mengen brauchen. Aber das liegt an euch, Leute. Ja, in diesem Sinne möchte ich die Folge gar nicht länger machen. Ich denke, ich habe gezeigt, was ich zeigen wollte. Und ich hoffe sehr, die Folge hat euch gefallen. Wenn sie euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Gerne auch ein Abo auf meinem Logo an der Seite. Und dann sehen wir uns wieder bei der nächsten Folge am Mittwoch um 14 Uhr. Macht's gut, Leute, und ciao zusammen.